Endlich ist es soweit, das Wetter passt. Wir haben also dreimal verschoben. Geri, wir sind am Salzburgring. Was sehen wir heute? Ja, heute haben wir mal einen ganz einen wüden Vergleich, den wir uns vorgenommen haben. Wir haben ja den F-150 Lightning, den elektrischen, schon mal getestet und beschrieben. Und sind jetzt am Salzburgring und wollen jetzt einmal wissen, wie sich das Auto schlägt gegen ein Pendant, das nur einen klassischen Verbrennungsmotor drin hat. Und dazu haben wir unseren Dodge Ram organisiert und die machen jetzt quasi so ein bisschen ein Viertelmeilenrennen, wo es um die Beschleunigung geht, und das werden wir jetzt anschauen, wer da gewinnt. Geil. Es ist quasi das Duell des Jahres. Das sind die heutigen Gegner. Ich habe mit einem Dodge Ram Cummins Diesel, zweite Generation. Und Christian Gruber einen vollelektrischen Pickup. Ford F-150 Lightning, US-Import. Der Ford F-150 Lightning hat 580 PS und ein Leergewicht von 3,1 Tonnen. Mit einer 132 Kilowatt starken Batterie beschleunigt er mit 1050 Newtonmetern und darf in Europa 3,5 Tonnen ziehen. Der Verbrauch liegt bei rund 32 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Christian und Andy machen sich auf den Weg zum Start. Als Rennstrecke dient die Start-Zielgerade am Salzburgring. Wer wird das Rennen machen? Die Fahrer sind bereit. Die Ampelanlage blinkt und los! Schon nach wenigen Metern setzt sich Christian im elektrischen Ford F-150 Lightning ab. Er sieht die Rauchwolken vom Dodge Ram nur im Rückspiegel und fährt über die Ziellinie, wo einige Sekunden später auch Andy ankommt. Der Diesel chancenlos. Das war logischerweise zu erwarten, weil man gesehen hat, dass der Elektromotor einfach von null auf nichts das maximale Drehmoment hat. Und der Verbrenner, nur dazu ist das ein Handschalter, bis der in die Gänge kommt, ist das E-Auto schon fast im Ziel. Das ist was ganz Normales. Wir müssten ihn eigentlich also von hier starten lassen und das Elektroauto, also das ist von hinten. Wir müssten denen die halbe Strecke Vorsprung geben, dass er eine faire Chance hat. Ja. Mal schauen, was Andy von der Idee hält. Du bist nur mit Hinterantrieb gefahren, er hat sowieso nur den Hinterantrieb. Den Euro-Antrieb haben wir nicht probiert. Glaubst du, dass das also dann was geholfen hat? Ja, normalerweise der Euro nimmt halt ein bisschen Kraft weg. Aber wir müssen mal probieren. Na dann, zurück zur Startlinie. Diesmal bekommt Andy einen gehörigen Vorsprung und aktiviert den Allrad. Hat er wohl damit eine Chance? Die Ampel startet. Es geht wieder los. Aber auch dieses Mal holt Christian problemlos den Sieg mit dem elektrischen F-150 Lightning. Was ist dein Fazit jetzt? Ja, vorher bin ich nur mit Heckantrieb gefahren. Da war ich fast ein wenig zu leicht am Heck gegeben, weil ich einen schweren Motor vorne drin habe. Und so habe ich mit dem Euro probiert und ist schon ein bisschen besser gegangen. Christian, wie ist der gegangen? Sehr gut. Erwartungsgemäß war das Elektroauto entsprechend schnell. Ist sicher jetzt nicht das klassische Auto für Rennen, aber ist ja nicht spannend zu sehen, wie viel Gewicht man in wie kurzer Zeit beschleunigen kann. Und gerade mit diesen 3,1 Tonnen Leergewicht ist es natürlich schon faszinierend, was der Lightning leistet. Dein Bruder, der David, hat also gesagt, es ist also die Grenze zwischen Vernunft und technisch machbar. Wie stehst du dazu? ist ein bisschen eine schwierige Frage. Ich denke, die E-Mobilität hat in jedem Segment seine Berechtigung. Und wir werden ja früher oder später genauso bei den Bussen und Lastwagen landen. Und auch da braucht man den Elektromotor und den Elektroantrieb. Insofern ist es auch in Ordnung, amerikanische Pickups zu elektrifizieren. Jetzt ist das ja eigentlich kein Auto, das man am Salzburgring für Beschleunigungsduelle nutzt. Du nutzt damit das Auto komplett anders. Also wir nehmen den her zum Hängerziehen für Baumaschinen, Strahballen, Heuballen, daheim am Hof, eben als einfach eine Zugmaschine. Und darum ist er mit den Langstrecken, also Autobahn ist eh schon mit 100, ist er schon gut bedient, aber dafür hat er halt eine Kraft. Doch bei diesem Vergleich wollen wir es heute nicht belassen. Wir schicken den F-150 noch einmal auf die Strecke. Diesmal tritt er gegen ein Model Y von Tesla an. Wer wird sich wohl hier durchsetzen? Das zeigen wir gleich. Elektroautos brauchen Strom, dafür gibt es im ganzen Bundesland jede Menge Ladestationen. Während aus gesetzlichen Gründen lange Zeit Minutentarife gegolten haben, können die Ladestationen der Salzburger AG seit kurzem auch nach bezogenen Kilowattstunden abrechnen. Also der große Vorteil jetzt an dieser leistungsbasierten Abrechnung, dass wir wirklich unabhängig von irgendwelchen Einflüssen, sei es
Umwelteinflüsse, Lastmanagement von der Ladestation oder auch das Batterielademanagement vom Auto, dass wirklich tatsächlich nur das bezahlt wird, was geladen wird. Das funktioniert mit der Salzburger Geladekarte und der Stromladen-App, übrigens auch bei allen Ladestationen in unserem österreichweiten Partnernetzwerk. Alle Infos zum Kilowattstundentarif und dem Roaming-Laden finden Sie auf www.salzburg-ag.at. Jetzt aber zurück auf die Rennstrecke, denn hier wartet die nächste Challenge. Unsere E-Profis wollen es heute wirklich wissen. Nachdem der Dodge Ram von Andy gegen den elektrischen Ford F-150 von Christian haushoch verloren hat, schicken sie jetzt ein Tesla Model Y Long Range in den Ring. Dieser wird von keinem Geringeren gelenkt als Ernst Penninger, dem Chef vom Salzburgring höchstpersönlich. Tesla Familienkutsche gegen Ford Pickup Truck. Wer beschleunigt besser? Beide kommen am Start gut weg. Christian kann sich wieder absetzen und zieht an der Ziellinie hauchdünn vor Ernst im Tesla vorbei. Erneut heißt der Sieger also Christian mit seinem Ford F-150. Durchaus eine Überraschung. Kann man mit Y mithalten? Christian ist ein super Starter. Ja. Wir sind aber sicher zur gleichen Zeit weggefahren und es ist für mich wirklich faszinierend, dass dieser Ford Pickup den Tesla jetzt gerade in Schotten gestellt hat. Das hätte ich nicht erwartet. Er hätte mir jetzt gedacht, ich fahre jetzt mit dem Tesla an dem locker vorbei. Und es hat nicht funktioniert, also muss ich sagen. Also Christian, glaube ich, qualifiziert sich als Schnellstarter und das Auto offensichtlich ist schneller als der Tesla. Verlieren mag Ernst aber nur sehr ungerne. Deshalb holt er jetzt sein Lieblingsauto, das Salzburgring Safety Car. Schafft es das Safety Car, den Ford zu schlagen? Ab zur Startlinie. Die Ampel schaltet und los geht's. Diesmal sieht's anders aus. Zum ersten Mal heute geht der F-150 als Verlierer von der Strecke. Wir haben gerade noch die Ehre gerettet auf der Rennstrecke mit unserem Safety Car, aber es ist faszinierend, wie dieser Ford Pickup, was der Leistung hat. Also unglaublich, hätte man so nicht erwartet. Ja, Start auch ein bisschen verschlafen, aber sehr spannend. Man kommt schwer mit. Damit neigt sich ein spannender Tag am Salzburgring dem Ende. Wir haben also gelernt, besonders in der Beschleunigung haben Elektroautos große Vorteile gegenüber Verbrennern. Die Salzburger AG verrechnet ab sofort auch Kilowattstundentarife an unseren eigenen Ladesäulen, aber auch an denen unserer Partner in ganz Österreich. Und auch wenn man einmal auf der Rennstrecke geschlagen wird, Mobilität macht so richtig Spaß.